Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir sind im 19. Teil im Galaterbrief und wir wollen diesen Teil vollenden heute. Ich möchte gerne nochmal den Text lesen aus dem Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22 bis 26. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Der erste Untertitel heute ist dann: Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das Gesetz steht am zweiten Platz hinter der Gnade. Die Frucht des Geistes ist ein Resultat oder eine Fortsetzung der Gnade Gottes und deutlich gesehen in den Worten Christus in uns. Die Liebe vor allem überschattet die Anklage. Ja, da ist ein Ankläger. Aber lasst uns hören, was geschehen ist mit diesem Ankläger. Offenbarung 12 und Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Sind wir in Christus, besteht keine Macht, die uns anklagen. Denn in ihm besteht kein ungesühntes Vergehen gegen Gott. Römer Kapitel 8, Vers 1 bestätigt es. Da ist keine Verdammnis in denen, die in Christus sind. Das Gesetz verschwindet nicht wegen dem Kreuz. Es klagt noch stets die Sünde an. Aber es ist machtlos gegen die Kinder Gottes in der Hand des Teufels. Die Frucht des Heiligen Geistes wurde zur passiven Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Und dann kommt der zweite Untertitel. Aber Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Ja, jene haben das Fleisch gekreuzigt. Gekreuzigt heißt getötet. Niemand überlebt es. Das Fleisch und seine Gewohnheiten zu kreuzigen, es erscheint unmöglich. Unsere Seele braucht einen neuen Inhaber. Paulus spricht oft über vergangene Zeiten, als ihr noch dem Teufel angehörten. Und wir wollen was darüber lesen im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2. Da steht geschrieben: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem mächtigen der Luft herrscht, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. In diesen vergangenen Zeiten hatten wir unsere Seele an diese dunklen Mächte übergeben und vollbrachten die Werke des Fleisches, welche wir in unserer letzten Lektion oder vorletzten Lektion betrachten. In Jesus zu sein, beginnt mit einer geistlichen Wiedergeburt und dadurch haben wir uns unter die Herrschaft Christi gestellt. Wir sind nicht perfekt gemacht. Dadurch aber, Jesus bringt das Fehlende dazu. Die Quelle des Blutes für die Vergebung der Sünden fließt für uns. Wir sind vollständig erlöst. Es besteht keine Leere, die von einer halben Erlösung spricht. Wir gehören Christus an oder dem Mächtigen, der in der Luft herrscht.
den Teufel. Es ist die Frucht des Geistes, welche in uns wächst. Wir beschneiden den Baum, wir wässern ihn, graben um die Wurzeln und düngen, damit Frucht wachsen kann. Und dann sagt Paulus, wenn wir im Geist leben, wir waren tot in den Sünden und tote Menschen leben nicht. Aber die Sache deutet auch auf einen zweiten und ewigen Tod hin. Die Alternative ist ewiges Leben in Christus. Der Anfang muss jetzt in unserem fleischlichen Leben gemacht werden. Der Entscheid wird jetzt getroffen, ob wir ewig leben oder ewig sterben wollen. Das auf unserer menschlichen Ebene. Gott in seiner Weisheit und in seiner Vorkenntnis hat schon gewusst, wer und was und wie wir unser Leben leben werden. Der Weg ist klar beschrieben. Jesus sagt, ich bin der Weg und das Leben und die Wahrheit und keiner kommt zum Vater, außer er komme durch mich. Und im Kolosserbrief, im ersten Kapitel schon, da lesen wir Verse 12 bis 14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich der Vergebung der Sünden. Das ist das Rezept, wie wir im Geist leben können. Es ist die Gabe Gottes an uns. Wir lesen es auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Haben wir jetzt diese Gabe von Gott bekommen, ist es jetzt an uns, unseren Beitrag zu geben. Wir sind in einer Partnerschaft mit dem Herrn und wir müssen etwas beitragen. Es endet immer mit dem Aufruf zum Gehorsam im Wort Gottes. Und dann das Nächste. Lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist unser Anteil und wir finden die Regeln offenbart in der Frucht des Heiligen Geistes. Wir wollen noch etwas dazu lesen im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene, in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Diese Verse sind gewürzt mit der Frucht des Geistes. Zu wandeln heißt sich voraus bewegen, nicht still zu sitzen oder still zu stehen. Der Geist Gottes bringt uns zu Orten, die wir selbst nie erreichen könnten. Er bringt uns in den innersten Kreis von den Freunden Gottes, zu den Heiligen im Licht. Ich möchte noch einen Vers beifügen aus dem Römerbrief, Kapitel 8 und Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und dann fährt Paulus fort. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Paulus greift nochmals in den Eimer menschlicher Versagung. Eitle Ehre. Kenodoxos ist das Originalwort. Und aus den Prediger, Kapitel 1 und Vers 2 und 3, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Das ist Salomon. Alexander der Große, der stand auf einem Hügel und betrachtete seine große Armee und sagte, all dies wird zu Rost und Staub in 100 Jahren. Wir dürfen unsere Errungenschaften nicht verherrlichen, denn sie alle gehen denselben Weg. Sie werden zu Staub und Rost. Der weise Mensch wird alle Herrlichkeit Gott übergeben und ihm danken für den Segen, den er geschenkt hat.
Wiederum, es ist der Stolz des Lebens, welcher zum Spielfeld des Satans wird. Er kennt unsere Schwächen und er wird alles versuchen, uns zum Fall zu bringen. Daraus kommt dann auch einander nicht herausfordern. Ach, Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Wozu müssen wir unseren Nächsten herausfordern? Ist es zu beweisen, dass wir eine Treppe höher stehen? Wir dürfen jemanden verweisen, sogar rügen, wenn etwas falsch gemacht wird. Aber herausfordern zum Duell, das überlassen wir den Herrschern dieser Welt. Und doch geschieht es immer wieder, dass wir herausgefordert werden, sogar in der Gemeindeleitung. Wer gibt dir das Recht? Es ist oft der Anfang der Auseinandersetzung. Die Antwort darauf sollte sein, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Herausforderung. Wir dürfen auch nicht festhalten an einem Amt, welches wir unfähig sind zu erfüllen. Es wird bald zur eitlen Unehre. Den letzten Titel für heute ist dann einander beneiden. Dem, der vieles bekommen hat, der ist auch für vieles verantwortlich und wird dadurch auch strenger beurteilt. Wir müssen deshalb niemanden beneiden. Sei froh, dass deine Last dir angepasst ist. Lasst uns konzentrieren auf die Aufgabe, die uns gegeben ist, und der Herr wird uns den angepassten Lohn verabreichen am Ende des Tages. Um eines anderen Berufung neidisch zu sein, raubt uns von unserer Freude. Es bringt nur Unzufriedenheit und Harm. Jesus sprach ein Gleichnis darüber, in Matthäus 25 und Vers 15. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Als der weltliche Herr zurückkam von seiner Reise, verlangte er einen Investitionsrapport. Wie habt ihr das Geld angelegt? Das Ende der Geschichte offenbart deutlich den Kern der Sache. Es ist auch das, was Gott uns anvertraut hat, was bald zu unserem Verhängnis werden kann. Da ist kein Platz, um eifersüchtig oder eifersüchtig zu sein auf jemand anders. Denn wir haben die Hände voll mit dem, was wir erreichen sollten. Ja, und es geschieht etwas heute, wenn es um die Frauen geht. Wenn Frauen den Platz des Mannes einnehmen wollen und nicht verstehen, dass sie sich auch die Strafe des Mannes auflegen. Adam wurde eine Strafe gegeben. Im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot essen. Und dazu sollst du noch leiden, wenn du Kinder gebarst. Nein, das wäre doch dumm, wenn Adam noch die Strafe der Eva auf sich nimmt. Oder die Eva die Strafe des Mannes. Lasst jeder, Frau und Mann, das auf sich nehmen, was Gott uns zugeteilt hat. Also bis dahin und Gottes Segen sei mit euch. Bis zum nächsten Mal.